Ja, wie viele von Ihnen waren denn gerade in dem Vortrag? Okay, also fast die meisten. Da habe ich ja eigentlich diese Perspektive schon ein Stück an vielen Beispielen erläutert, weil Erzählungen dieser Art und auch Dialoghalten dieser Art ist ja eigentlich, muss nicht notwendigerweise als psychologisch etikettiert werden. Diese Art, sich, mit Träumen, mit Vorstellungen zu beschäftigen, die gab es ja lange, bevor Psychologie erfunden worden ist. Ist das denn verständlich geworden in dem Vortrag? Haben Sie ein Gefühl dafür gekriegt, welche Ebene damit gemeint ist? So ganz fürchterlich kann es ja nicht gewesen sein, sonst wären Sie jetzt wahrscheinlich nicht da. Aber ist das sehr fremd? Ich habe kein Gefühl dafür, wie sehr Menschen, denen ich das zum ersten Mal erzähle, erst Gefühl haben, von was für seltsamen Dingen erzählt er, oder haben sie erst Gefühl, ja, klar, kenne ich eigentlich vieles. Ja. Also das, was Sie sagen, wirkt eben auf die innere Welt jedes Einzelnen. Da kommt ein Mikrofon, ja. Ja, die Kollegin hat gesagt, ja, dass jeder Einzelne, was ich sage, weckt Innenwelten in einem und jeder Einzelne macht sich einfach seine Innenwelt da draus. Und wenn das so ist, ist es ja toll. Ne? Das ist meine Interpretation. Ja. Und hat es Bilder in Ihnen geweckt? Hört man das? Lauter ein bisschen. Hallo? Ja, jetzt ist es an. Jetzt habe ich gerade meinen Faden verloren. Ich habe gefragt, hat es Bilder geweckt in Ihnen? Ja, und es hat mich dazu motiviert, daran zu arbeiten, stärker in den eigenen Dialog zu gehen und mich stärker noch mit Bildern zu befassen. Mhm. Mich persönlich jetzt. Und was ich sehr schön fand, war Ihr Bild vom Fischernetz, in dieses Undurchsichtige bis in die Tiefen, in Tiefenpsychologie und so weiter, ja, Tiefen der Persönlichkeit runtergleiten zu lassen. Das macht einerseits zwar grenzenlos, und Sie appellieren ja an die Grenzen, ja, aber das ist dann ja wahrscheinlich auch wieder Selbstdisziplin, zu gucken, wo hänge ich jetzt den Anker in dieses Netz hinein. Ja? Mhm. Vielen Dank. Gut, ich möchte gern vielleicht kurz sagen, auch wie ich jetzt zu dem Thema gekommen bin. Ich weiß, der Bernhard liebt provokante Themen. Und als er mich gefragt hat, was könntest du dir denn vorstellen zu machen, habe ich ihm den Vortrag, den ich gerade gehalten habe, vorgeschlagen und den Workshop, den ich morgen mache, zu Organisationscoaching und Coaching in der Organisationsentwicklung. Und dann habe ich noch erwähnt, und ich könnte auch was machen zum Thema Persönlichkeit und ohne Psychologie. Und 3 Minuten später kam ein Mail zurück, das klingt spannend, das hätte ich gerne auf jeden Fall. Dieses Thema beschäftigt mich deshalb, ich komme ja aus der Psychotherapie, ich werde davon nachher auch gleich noch ein Beispiel geben, der Transaktionsanalyse. Gut an der Transaktionsanalyse war immer, dass es Persönlichkeits- und Kommunikationsmodelle liefert, die recht anschaulich sind und mit denen man direkt arbeiten kann. Trotzdem hatte ich sehr oft das Gefühl, da entsteht eine Haltung und ein Umgang mit dem Begriff Persönlichkeit, den wir dann versuchen in andere Welten zu tragen, der dort eigentlich nicht passt und für die meisten Menschen auch gar nicht sonderlich fruchtbar ist. Und das möchte ich erläutern und auch einige der Persönlichkeitskonzepte, die wir entwickelt haben, da können Sie kleine Selbsterfahrungsübungen machen und sich mal austauschen, um einfach festzustellen, wie man das auch ganz anders machen kann. Und das hat natürlich mit meinem Kontext zu tun. Wir hatten dieses Jahr 30-jähriges Jubiläum einer
Akademie, einer privaten, in der wir Fachleute heute, früher waren es Psychotherapeuten, die wir ausgebildet haben, aber heute Fachleute ausbilden, weiterbilden in den zweijährigen Weiterbildungsgängen, die im Organisationsbereich tätig sind, die als Coaches tätig sind, als Trainer, als Personalentwickler, als Führungskräfte oder Unternehmer, die in ihren Bereichen die Qualität Mensch und Organisation und Mensch-Profession als Kulturmerkmal und auch als Hilfestellung in guter Weise Leistung zu bringen, annehmen wollen. Wir haben ein Netzwerk der letzten 15 Jahre entwickelt von 4.000 Professionellen, die wir qualifiziert haben. Wir haben aktuell etwa 330 Leute, die bei uns in zweijährigen berufsbegleitenden Curricula tätig sind, also 12 mal 3 Tage. Wir bieten mehrere Zweige an, das systemisches Coaching, systemische Beratung und systemische Organisations- und Kulturentwicklung. Wir haben Junior-Professional-Programme und alles Mögliche. Was daran wichtig ist, ist, dass wir Menschen aus allen Berufsrichtungen haben. Wir haben den ITler, der neben der Theologin sitzt. Wir haben den Psychologen, der neben dem ehemaligen Juristen sitzt, der über eine Mediationsausbildung jetzt in diesen Bereich reinkommt, Coaching und Organisationsentwicklung mehr machen zu wollen. Wir haben junge und alte Konzernleute und Mittelständler, gemeinwohlorientierte Organisationen wie Caritas, Entwicklungshilfe und sonst was und modernstes Hardcore-Business, SAP, BASF oder sonst was. Und die sitzen alle beieinander und wir sind uns einig, und dafür steht auch unser Institut, dass es nicht darum geht, einen Werkzeugkasten zu füllen, sondern dass das, was man an Kompetenzen längst mitbringt und lernt, untereinander auszutauschen, und das, was man an Kompetenzen ergänzen will, dass das etwas mit dem Menschen zu tun hat. Also dass das die unverwechselbare Eigenart dieses Menschen bilden kann, und deswegen gibt es bei uns schon auch neben den Curricula Persönlichkeits- und Selbsterfahrungsseminare. Aber die wichtige Persönlichkeitsbildung und Selbsterfahrung findet eigentlich im Curriculum statt. Und dazu haben wir eine Lern- und Beziehungskultur aufgebaut, in der die Leute lernen, sich gegenseitig wirklich auch sehr hilfreich zu sein und sich sehr gut zu spiegeln. Wir sind davon, von dem klassischen Lehrmodell ein Stück weggekommen, dass da vorne ein Lehrtrainer oder Lehrtrainerin ist und die gibt jedem qualifiziertes Feedback oder Supervision oder Ähnlichem. Wir haben eine Didaktik entwickelt, die diesen ja in vieler Weise professionell sehr gut entwickelnden Menschen hilft, sich untereinander mit sich selbst zu beschäftigen. Also nicht nur viel über sich zu erfahren, viele Kompetenzen zu erweitern, sondern auch zu lernen, wie man solche Prozesse selbst anleitet. Die werden also zu Regisseuren von kollegialen Lernprozessen und auch von Persönlichkeitsentwicklung im Curriculum. Und wir haben dazu sehr viel didaktisches Material und sehr viele Modelle entwickelt. Und Sie werden vor dem Hintergrund sicher verstehen, dass ich diese Tradition der klassischen Persönlichkeitsarbeit ein Stück hinter mir gelassen habe. Mir fällt es nur gerade ein, ich wollte erstmal Ihre Assoziationen abfragen und dass Sie sich da einen Moment austauschen, bevor ich dann sozusagen meine Fokussierung ein Stück weiter treibe. Ja, ich will Sie einfach einladen, wenn Sie hören, Persönlichkeit ohne Psychologie, was haben Sie sich dabei eigentlich gedacht? Was hat das geweckt, dieser Titel in Ihnen? Überhaupt das Wort Persönlichkeit, welche Lebenssituationen tauchen, wenn man an dieser Schnur mal zieht, bei Ihnen auf? Ist noch nicht zum Antworten, erstmal zum in sich aktivieren.
Persönlichkeitsentwicklung? Wann sind Sie Lebenssituationen begegnet, die auch mit dem Etikett Persönlichkeitsentwicklung versehen waren? Und wenn Sie diese Lebenssituation zurückverfolgen, welche Erfahrungen haben Sie damit gemacht? Und welche Gefühle verbinden Sie mit diesen Erfahrungen? Können wir vielleicht wir machen so. Wenden Sie sich vielleicht einfach einen Moment an Ihren Nachbarn, an Ihre Nachbarin und erzählen Sie sich 3-4 Minuten lang wechselseitig. Einfach nur erzählen. Nicht deuten, nichts klären, nur sich erzählen, was ist aufgewacht in Ihnen. Kommen Sie allmählich zu einem vorläufigen Ende. Nein, der Deckel muss nicht ganz zu, der kann ja, das darf ruhig da brodeln in dem Kessel. Ich hoffe ja einige bestätigende Motivation, warum es gut ist. Ah, okay. Ja, können Sie schon erstmal so lassen oder brauchen Sie noch einen Moment? Ah, schon, ist glaube ich schon gelaufen. Okay. Da ist ein Mikrofon, können wir 3-4 Stimmen hören. Es wird ja eine Aufzeichnung gemacht, deswegen bitte erst sprechen, wenn das Mikrofon da ist. Wer mag einfach ganz kurz erzählen, bei dem, was da aufgewacht ist? Bei mir war es die Tatsache, dass ich mit 38 nochmal Mutter wurde. Und nicht mehr nur Tochter einer Mutter, sondern Mutter eines Sohnes. Und dann ging das los. Es ging was los dann? Ja, das war unumgänglich, dass ich innerlich stärker wurde, weil ich total überfordert war. Ah, okay. Ja. Ja, mich hat angesprochen, die Tatsache sozusagen ohne Psychologie, das heißt kontextfrei zu arbeiten, das heißt natürlich im sozialen System, aber sozusagen aus der Haltung, dass sich Dinge ständig neu konstruieren, finde ich den Aspekt, dass man quasi ohne Theorie auch im Hier und Jetzt arbeiten kann, interessant. Und dann habe ich mich gefragt, Persönlichkeitsentwicklung, kann man das denn überhaupt? Also wahrscheinlich entwickelt sich ja jeder selbst. Und für mich ist interessant beim Thema Persönlichkeitsentwicklung, dass ich aus meiner Erfahrung eigentlich das Wesentliche ist immer die Trancearbeit am Ende. Also das ist das, wo ich merke, dass Unterschiede wirklich entstehen. Mhm. Okay. Ja, gut. Herr Schmidt, und zu Ihnen wäre ich gekommen, auch wenn Sie über den Kopf Salat referiert hätten. Zu Ihnen wäre ich gekommen, auch wenn Sie über einen Kopf Salat referiert hätten, weil ich seit etlichen Workshops schon immer die nur in den Hauptvorträgen mitgekriegt habe. Und das hat mir schon immer Lust auf einen Workshop gemacht. Also. Können wir das ein bisschen lauter machen, weil ich verstehe es schlecht. Ja, für mich war die These gar nicht so provokant. Also weil ich die ganze Zeit gedacht habe, das Ganze hat für mich den Überbegriff Lernen und Lebenslernen und dafür brauche ich keine Psychologie. Und Persönlichkeitsentwicklung ist für mich Lebenslernen und das begann im kleinsten Kindesalter und braucht keine Modelle oder Ähnliches. Und von daher hatte ich da jetzt so gar nicht so eine Provokation gesehen. Nicht? Nö. Mein Gott, dann trage ich ja Eulen nach Athen. Ich wollte ja provozieren. Also bei Persönlichkeit, da denke ich dann auch immer sofort an Persönlichkeitsstörung und daran, was die Systemiker damit zu tun haben oder nicht. Eigentlich
will man ja als Systemiker nicht so unbedingt diagnostizieren, schon gar nicht so negativ. Aber mir hat dann ein bekannter Systemiker, der Herr Mücke, gesagt, bei Persönlichkeitsstörungen ist die Schematherapie viel besser als die systemische Therapie, worauf ich dann wieder ganz verwirrt wurde. Und da hätte ich gerne auch mal Ihre Einstellung dazu gehört. Okay. Ich finde, die zwei Begriffe haben eigentlich nichts miteinander zu tun. Also natürlich kann man eine Persönlichkeit entwickeln und haben, ohne sich um Psychologie zu kümmern. Aber wenn man das, also die Psychologie ist die Lehre von der Psyche, und wenn man das so angeht, dann sollte man sich schon psychologisch informieren oder auch Psychologie studieren. Und ich finde das auch tatsächlich diskussionswürdig, dass Berufsgruppen sich mit Weiterbildung beschäftigen, die fundierte psychologische also psychologisches Wissen und psychologisches Studium voraussetzen. Und die dann, weil viele Worte, ja, man hat ja eben keinen Einfluss darauf, auf was für einen Hintergrund die fallen, und man erkennt auch nicht sofort, wie jemand was versteht. Also wenn man zum Beispiel jetzt ein Weiterbildungsinstitut hat, ich habe selbst auch eins, und da macht man sich schon Gedanken, was sind die Zielgruppen für diese Weiterbildungen. Und da würde ich dann schon ins Nachdenken kommen, was ich darunter verstehe. Jemand hat sich mit Psychologie beschäftigt und geht dann in die Weiterbildung, und er hat sich noch nicht mit Psychologie beschäftigt, hat aber ein Bedürfnis danach, sich mit den Themen, die in der Psychologie auftauchen. Jetzt wird es sehr groß, bitte. Ja, das ist auch ein großes Thema. Also ich komme nochmal darauf zurück, es hat erstmal nichts damit zu tun. Man kann Persönlichkeit haben, ohne in Psychologie sich auszukennen und ohne die Erkenntnisse und die Erfahrung der Psychologie zu verwerten. Ein Beitrag noch, bitte. Ich war in Ihrem Vortrag und das hat mir sehr gut gefallen, und habe ich gedacht, diesen Menschen möchte ich gerne näher kennenlernen, und bin dann in dieses Seminar hier gekommen. Also mich hat der Titel überrascht, weil das war für mich so miteinander verbunden. Wiewohl eine der schönsten Definitionen von Persönlichkeit stammt meiner Meinung nach von Heinrich Böll. Und zwar hat der, das war ja ein Kölner, und der hat gesagt, dass jeder Mensch ist einzigartig, so wie jedes Brötchen einzigartig ist. Also wenn ein Brötchen vom Bäcker kommt, so ist jedes Brötchen anders. Und das gilt sogar heute noch bei der Massenanfertigung von Brötchen. Und es trifft meinen Lehrer, den Hans Thomi, der hat, ist eine Zeit her, war Phänomenologe, und hat Allport zitiert und hat gesagt, Persönlichkeit ist das einzigartige Muster der Eigenschaften. Ja. Vielen Dank. Aha. Ja, das finde ich jetzt interessant. Ich merke, wenn ich da so zuhöre, dass ich vielleicht bei diesem ganzen Referat sehr von meiner eigenen Sozialisation her ausgegangen bin und dass die vielleicht gar nicht so sehr mit der Sozialisation vieler, die hier sind, übereinstimmen. Ich werde gleich noch sagen, das ein bisschen konzeptuell ausarbeiten, was ich die Einseitigkeit der Sozialisation, die ich erlebt habe, also was das sein wird. Ich habe die Erfahrung immer gemacht, dass eigentlich persönlichkeitspsychologische Konzepte, sprich Biografie, Erfahrungen in der Biografie, die heute noch nachwirken, auf der einen Seite, und Überlegungen über Motive ganz im Vordergrund stehen bei der Überlegung, warum ist jemand so, wie er ist. Und das sind zwei manchmal nützliche, aber in ihrer Überwertigkeit, zumindest in meiner Sozialisation, völlig überbetonte Perspektiven, und wir haben viele andere dazu entwickelt. Und mein Anliegen ist, diese anderen
diese Fixierung ein Stück aufzulösen. Vielleicht sind Sie gar nicht fixiert, da weiß ich nicht, was ich dann bei Ihnen auflösen soll. Ich hoffe, dass Sie vielleicht dann trotzdem von einigen der Überlegungen profitieren und dass Sie einige der Konzepte, die wir dazu zum Beispiel entwickelt haben, die wir dann auch hier untereinander ein Stück ausprobieren können, einfach eine Erfahrung machen können, ob Ihnen das was sagt oder nicht sagt. Also haben ja einige so ein bisschen geäußert, ja, für mich ist Persönlichkeit und Psychologie gar nicht so eng verbunden. Das finde ich gut, das war bei uns in meiner Sozialisation nicht so. Also ich weiß jetzt nicht genau, wie ich mich von da aus voranhangeln werde. Zum Thema systemisch und Schematherapie werde ich sicher jetzt nicht sehr viel sagen, weil das innerhalb einer ganz bestimmten Logik ist. Aber mir fällt schon auf, meine Tochter hat Psychologie studiert in Freiburg und die ist jetzt fertig und da habe ich von dem erfahren, wie dort Schematherapie gemacht wird und da bin ich dann doch oft auch einfach erstaunt, wie jetzt da das Rad neu erfunden wird und Schemata als wissenschaftlich erklärt werden in einer Qualität, die wir schon vor 30 Jahren hinter uns gelassen haben. Und dann noch ohne das zu zitieren. Bitte? Ja, das ist leider so. Aber das ist nicht mein Thema heute. Ich bin an der Stelle mittlerweile schmerzlos geworden. Es ist mir dann nur noch über die Gespräche mit meiner Tochter noch mal neu begegnet. Und ich verstehe mich heute ja nicht mehr als Psychotherapeut. Gut, jetzt stimmt das vielleicht so nicht mehr, aber das war meine Hypothese. Ich will sie zumindest noch mal sagen. In meiner Sozialisation war das zumindest so, also ich habe mehrere Therapieausbildungen gemacht, Gestalt, Körper, jungianische Gesprächstherapie, Transaktionsanalyse und später dann das systemische Psychodrama, habe also ziemlich viel gemacht. Und dort war das immer so, dass man auf einen Menschen geschaut hat und auf seine Persönlichkeit bzw. wie die sich entwickelt. Und dieser Begriff Persönlichkeit hat bei mir immer Implikationen gehabt, nämlich erstens der Blick von außen. Ich schaue auf jemanden, und zwar auf einen Einzelnen, so wie wenn ich in einer Fußballmannschaft einen raushole und gucke, was hat der für eine Persönlichkeit, wenn ich ihn spielen sehe. Ich gucke aber erfahrungsgemäß dann nicht, wie kann ich mir sein Spielverhalten durch das Zusammenspiel in seiner Mannschaft erklären, sondern ich gucke, wie sind dessen inneren Vorgänge, die sich in seinem Verhalten nach außen zeigt. Das war die Implikation, die bei uns immer da war. Also die Wirkung auf das Verhalten. Und in Persönlichkeit hat man gedacht, das ist ein Merkmal einer Person, die relativ kontextunabhängig ist. Und von daher, ich glaube, das Bild mit dem Fußballspiel, bin ich nicht mehr ganz sicher, stammt von meinem Kollegen Gunthard Weber, dem Familientherapeuten, den vielleicht manche kennen, der ja immer dieses Bild gebraucht hat, um die systemische Betrachtungsweise plausibel zu machen. Das ist wie wenn Marsmenschen auf der Erde landen in einem Fußballstadion und wollen feststellen, was der Charakter der Menschen ist und suchen sich dann einen Spieler raus und beobachten den in seinem Verhalten. Ich will das Beispiel jetzt nicht weiter ausmalen. Also Persönlichkeit, je nach Implikation in dem Weltbild, das jeder in seiner Sozialisation verbunden hat, das blendet Fragen ein und blendet Fragen aus. Die psychoanalytische Orientierung, die ja die Wurzeln der meisten gängigen Psychologien ist, richtet ja den Blick automatisch auf das Woher. Also was ist in der Geschichte eines Menschen gewesen, dass er sich heute so verhält, wobei das so jetzt meint, auffällig. Weil wir ja in unseren psychotherapeutischen Berufen ja immer damit mit etwas zu tun haben, was so vielleicht nicht unbedingt gut liegt. Da war der Jung zum Beispiel schon anders, das habe ich vorher erwähnt. Der hat ja mit seinem Konzept der Individuation immer schon gesagt,
Wir müssen den Ahnungssinn stimulieren und einen Menschen von dem her begreifen, was er vielleicht dabei ist zu werden. Und was jetzt im Moment vielleicht schief an ihm ist, sind vielleicht unerlöste, noch unreife Vorformen für das, was sein wird. Also die Baustelle für morgen sehr viel mehr betrachtet als die Ruine von gestern. In den anderen Psychoschulen, die ich so kennengelernt habe, wenn sie sich überhaupt biografisch beschäftigt haben, war das nicht so. Aber auch diese Psychoschulen wie Gestalt zum Beispiel, die immer behauptet haben, im Hier und Jetzt zu arbeiten, haben ja immer nach dem Schema gearbeitet. Das Erleben, das du jetzt hast, woher kennst du das? Und dann bin ich bei Vater und Mutter und einer bestimmten Kindheitssituation oder was war da? Und hast du die Erlebnisse, die du damals hast, zugelassen und konntest du damit die Gestalt schließen oder konntest sie nicht schließen? Und deswegen suchst du immer wieder nach diesem Unruheherd und versuchst durch Wiederholung ähnlicher Erlebnisse sozusagen das Problem nochmal auf den Tisch zu bringen, um es vielleicht dieses Mal zu lösen. Also da war das immer so, dass automatisch das gegenwärtige Verhalten, wenn es darum ging, es zu bearbeiten, seine Entstehung in der Vergangenheit versucht wurde zu identifizieren und man hat dann vielleicht, je nach Therapiemethode, diese Szenen von damals reinszeniert und vielleicht bessere Varianten versucht zu finden oder einen zur damaligen Variante normalen Gefühlsausdruck, der damals nicht erlaubt war, sodass die Sache endlich zur Ruhe kommen kann. Also das war das Schema, mit dem ich die ganzen Jahrzehnte immer groß geworden bin. Und das ist manchmal auch gut, aber eben nur manchmal. Das ist eine der Optionen dafür. Und wir haben uns immer damit beschäftigt, was muss der Einzelne tun, um diese persönlichen Probleme zu lösen und seine Probleme und seine Persönlichkeit zu entwickeln. Wir haben uns früher relativ wenig damit beschäftigt, in welche Beziehungen und Kontexte, in welche Rollen muss ich jemanden stecken, dass er vielleicht ganz andere Erfahrungen macht, in der sich seine bisherigen Persönlichkeitsgewohnheiten einfach erübrigen. Und das hat sich auch in unserer die Organisation unserer Selbsterfahrungs- und Bildungsmaßnahmen niedergeschlagen. Es wird jemand, der an persönliche Probleme stößt, in seinem Funktionieren, in irgendeiner Berufsrolle oder in seinem Privatleben, der wird da rausgenommen und wird in Settings geschickt, in denen er das für sich klären kann, was da eigentlich los ist. Sei es in der intensivierten Übertragungsbeziehung, wie man das dann nennt, zu den Leitern dieser Veranstaltung, oder sei es eben durch Klärung in sich, Mehrstuhltechnik und was es da alles gibt. Aber es war immer so, dass der Einzelne aus seinem Kontext und aus dem Bezug rausgenommen wurde, dort eine Erfahrung machen sollte und wenn es gut entweder haben wir einfach geglaubt, dass eine korrigierende Erfahrung dann schon irgendeine Übertragung automatisch nach sich ziehen wird, oder wir haben sogar das ein oder andere getan, um zu überlegen, wie könntest du das denn umsetzen in die Lebenswelten, in denen du dich heute bewegst. Wir machen das heute nur noch in ganz wenigen Ausnahmefällen so. Das heißt, in unseren Weiterbildungen ist es so, dass diese Auseinandersetzung mit den eigenen Bildern, die lassen wir möglichst nah in dem Lebenskontext, für den persönlich gelernt werden soll. Also wir simulieren zum Beispiel eine Teamsitzung oder wir bestehen darauf, dass jemand in seiner Chefrolle ein Rollenspiel macht und nicht irgendein Rollenspiel. Und dann geben die anderen Resonanz, was in ihnen wach wird, so wie sie den Menschen in dem Kontext bei Leistungsdruck, in einem bestimmten Zeitkorsett, in dem diese Auseinandersetzung stattfinden muss, wie sie den dann erleben und was sie für Resonanzen haben, wie sie gerne wollten, dass er sich anders entwickelt und bewegt, damit man zusammen, etwa wenn man eine Leistungsgemeinschaft ist, er sich so weit gut auf die Reihe kriegt, dass wir zusammen das Ziel erreichen und trotzdem es allen relativ besser geht. Also von den Lernsettings, von der Didaktik her, versuchen wir von vornherein möglichst wenig die Menschen aus ihren Kontexten rauszunehmen, sie
mit diesem Schema Vergangenheitsbewältigung irgendwelche Erfahrungen machen zu lassen, um sie dann nachher wieder in ihre Kontexte zurückzulassen, dann haben wir ein Transferproblem, sondern wir versuchen, die Kontexte möglichst gut zu spezifizieren und von vornherein in diesen Kontexten Persönlichkeitsarbeit zu leisten. Dazu brauchen wir aber andere Modelle und Vorgehensweisen. Davon werde ich Ihnen nachher noch einiges zeigen. Personare hindurchtönen. Es geht eben auch darum, was tönt durch das, wie ich jemanden erlebe, was tönt da für mich hindurch? Welches Wirklichkeitsverständnis, welche Lebenssicht, welche Weltsicht? Die muss nicht unbedingt ein wichtiger Bestandteil der Arbeitsebene, auf der wir uns im Moment begegnen, sein, aber sie beeinflusst mich. Und dieses Zusammenspiel von Hintergrundreaktionen, da habe ich ja vorher in dem Vortrag schon viel darauf hingewiesen. Also, damit will ich nur aufzeigen, dass ich anregen möchte, wer in solchen Gewohnheiten noch drin ist, noch vielleicht auch noch nie darüber so richtig nachgedacht hat, zu sehen, man kann das auch ganz anders gucken. Also anstatt der Blick zurück, den Blick nach vorne, woraufhin muss sich denn dieser Mensch entwickeln? Und ich bin zum Beispiel fest davon überzeugt, dass wenn man gute, kreative Wege findet, einem Menschen eine gute Zukunft zu organisieren und dass er lernend in diese hineinfindet, dann verliert er sein Interesse an seinen Neurosen. Während wenn ich da arbeite, mich mit denen zu beschäftigen, um sie loszuwerden, kann es einem so gehen wie dem Eingeborenen, der einen neuen Bumerang gekriegt hat und seither versucht, seinen alten wegzuwerfen. Der Eingeborene hat einen neuen Bumerang bekommen und seither versucht er, seinen alten wegzuwerfen. Also das hat sehr praktische, also vielleicht sollte ich wirklich so ein bisschen auch aus meiner Lebenserfahrung da erzählen, wo ich dann wirklich auch in Auseinandersetzung mit meinem Transaktionsanalyseverband zum Beispiel gekommen bin seinerzeit. Ich war in der Transaktionsanalyse, gibt es ja recht anspruchsvolle Prüfungen nach 3, 4, 5 Ausbildungsjahren, die werden auch immer länger leider dort, weil man immer mehr Problembeseitigung machen möchte, bevor man endlich vorankommen kann. Und dann sind die Leute auf die Prüfung zugegangen und dann kriegen die Leute Stress. Und wenn jemand Stress kriegt, dann wachen in ihm, jedem in seiner Art, natürlich die Neurosen auf. Das ist ganz normal. Jetzt kann ich natürlich sagen, oh gut, dass wir die jetzt entdecken, jetzt behandeln wir erstmal all diese Neurosen. Und wenn er dann befreit von diesen Neurosen ist, dann kann er in die Prüfung gehen. Da sind Leute nach 10 Jahren noch nicht gewesen. Und dann wird das nämlich ein eigener Kreislauf. Und ich habe damals schon immer dafür plädiert, so wenig wie möglich, schon gar nicht aufarbeitend an der Stelle zu tun, eher jemandem zu helfen, wie er stabil werden kann und wie er seine Potenzen für diese anstehende Prüfung wachrufen kann, um dann diese Prüfung zu machen. Und siehe da, kaum ist jemand, wenn sich da jemand auf die Reihe kriegt, dann fallen nämlich diese ganzen Neurosen auch wieder von ihm ab. Also das ist ja ganz generell so, da kämen wir jetzt aber in den ganzen Bereich der Unternehmenskulturentwicklung. Klar, wenn Stress ist, werden Menschen stärker neurotisch, jeder in seiner Art. Aber es ist keine Lösung, dann diese ganzen Neurosen zu bearbeiten, sondern wir müssen dafür sorgen, dass eine Kultur so ist, dass die Menschen so wenig Stress kriegen, dass ihr neurotisches Potenzial einfach nicht genügend aktiv wird, sondern ihr kreatives und stärkendes Potenzial einfach stärker bleibt. Also als Grundhaltung. Kleine Metapher, diese Eigenschaftsbetrachtung. Die Qualität eines Holzscheits, wie gut ein Holzscheit brennen kann oder nicht brennen kann, ist keine Eigenschaft des Holzscheites in erster Linie. Natürlich, wenn ein Holzscheit sehr nass ist, gibt es vielleicht ein Problem. Aber ein Holzscheit kann groß, klein, dünn, dick und sonst was sein. Viel wichtiger ist, dass ich es an die richtige Stelle im Feuer tue. Also wenn Sie selbst schon mal Feuer gemacht haben, es kommt zum Beispiel auf den richtigen Abstand zwischen 2 Holzscheiten an. So dass die sich gegenseitig beglühen und genügend Sauerstoff dazwischen durchkommen, dann können sie auch mit den gröbsten Klötzen ein hervorragendes Feuer machen. Also auch das eine Metapher dafür, dass ich anders denke,
dass wenn ich das Gefühl habe, ich versuche die Eigenart eines Menschen zu verstehen und überlege dann, wo in dem Feuer ich denjenigen platziere, dass er ein guter Bestandteil eines brennenden Feuers ist. Und da gibt es natürlich auch verschiedene Feuer. Das ist irgendwo in Namibia, in der Wüste. Da braucht es ein bisschen andere Überlegung, wie jemand platziert ist, dass er ein wertvoller Bestandteil eines Feuers ist, als in dem vorigen Feuer, das ohne Wind ausgekommen ist. Also damit will ich klar machen, dass wenn ich in Persönlichkeit denke, dass das immer in einem Kontext des Beobachters, des Beschreibers stattfindet. Also das Berufsverständnis, das ich habe. Wenn ich im Anschluss an eine Beschreibung von einem Menschen im Wesentlichen nachher Interesse habe, mit ihm 400 Stunden Einzeltherapie, 2 Stunden die Woche zu machen, werde ich ihn natürlich ganz anders beschreiben. Und wenn ich das auch kann und dazu auch bereit bin, werde ich ihn ganz anders beschreiben, als wenn ich denselben Menschen als Mitarbeiter beschreibe, wenn es darum geht, wie kann der in einer Stresssituation in einem Team, wie kann ich dem helfen, nachher was zu werden. Dann haben wir vielleicht eine halbe Stunde oder eine Stunde, um ihn zu stabilisieren. Dann muss ich auch auf einer ganz anderen Ebene beschreiben, was seine Situation ist. Und das hat etwas mit dem Berufsverständnis und mit der Interessenlage des Beschreibers zu tun und manchmal sehr viel mehr als mit dem, der beschrieben wird. Also ist selektiv. Und es hat von daher auch mit den Anwendungsfeldern zu tun. Ich bin ja in dem Coaching-Verband schon seit vielen Jahren aktiv und das ist ein Verband, der im Organisationsfeld hauptsächlich zuständig ist. Das Problem ist, dass die meisten Mitglieder dieses Verbandes diese Sozialisation haben, wie ich sie jetzt beschrieben habe. Das heißt, sie arbeiten gerne mit Persönlichkeitskonzepten von Individuen und dann sagen sie immer hinterher, aber wir wollen es natürlich auf die Arbeitswelt beziehen. Oder der Anlass für die Arbeit der Persönlichkeit sind Situationen aus der Arbeitswelt. Aber sie bleiben sehr oft sehr in diesen Konzepten von Persönlichkeit, die eigentlich genauso gut Psychotherapie sein könnte, vielleicht nur Kleinformat. Und sie verändern nicht wirklich ihr Verständnis von Persönlichkeit für dieses ganz andere Anwendungsfeld. Und das hat was, das war mein Beispiel jetzt gerade schon drin, das hat was mit der Praxiseinbettung zu tun. Ich beschreibe einen Menschen natürlich ganz anders, wenn ich einfach nur 1 Stunde Zeit habe, mit ihm zu sprechen, als wenn ich nachfolgend viele Stunden über lange Zeit verteilt mit ihm Zeit habe. Ja, und von daher ist die Beschreibung von Persönlichkeit einfach verknüpft mit meinen Weltbildern und wie ich sozialisiert worden bin. Und ich glaube, die meisten Menschen ahnen nicht, wie sehr sie Gewohnheitsweltbilder in ihren beruflichen Sozialisationen entwickeln. Also das geht ganz schleichend und selbstverständlich und am Ende habe ich einfach bestimmte Vorstellungen davon, wie ein Mensch zu beschreiben ist und wie er entwickelt werden kann. Und die Optionen vergesse ich nach und nach. Und entsprechend habe ich dann natürlich auch andere Lernkulturvorstellungen. Also wie kann man das eigentlich miteinander lernen, dass Menschen sich mit Fragen ihrer Persönlichkeit auseinandersetzen. Wir machen sehr viel Didaktik, ähnlich wie wir das vorher in dem Vortrag hatten, in denen Menschen angeleitet werden zu bestimmten Fragestellungen, Fokusbildungen, sich selbst Gedanken zu machen, mit sich Dialog zu halten und mit anderen Dialog zu halten. Und es funktioniert ganz ausgezeichnet. Also in dem kleinen Büchlein Systemische Traumarbeit beschreibe ich, wie wir anlässlich von Träumen in Gruppen von Leuten, in denen oft überhaupt kein einziger Psychologe ist, einfach die Menschen austauschen, was in ihnen wach wird, wenn sie die Traumerzählung eines Menschen hören. Und dass es nicht darum geht, das zu deuten oder aufzuklären, sondern dass die Menschen einfach nur als Beitrag zu einem Lernen für den anderen erzählen, welche Bilder es in ihnen weckt und für welche Lebenssituation, in denen sie mit diesen Menschen zu tun haben werden, das vermutlich welche Konsequenzen haben wird.
Also, und das merken Sie jetzt, das ist ein ganz anderer Fokus, als wenn ich überlege, wie kann ich mir dieses Verhalten von demjenigen aus seiner Kindheit erklären. Das habe ich schon gesagt, im Organisationsfeld treffe ich da auf viele schwierige Gewohnheiten, auf Weltbilder, weil halt die meisten unserer Psychologien Abkömmlinge der psychoanalytischen Denkweise sind. Und die Lernkulturvorstellungen sind eben, das war implizit in dem Beispiel jetzt auch gerade schon drin, eben eigentlich solche einer kleinen Psychotherapieausbildung. Und das ist für das Organisationsfeld in der Regel einfach nicht geeignet. Und die Berufsverständnisse, zu denen die Leute angeleitet werden, sind, dass sie die persönlichen Helfer für einen anderen Menschen sind. Und dass sie das Verständnis von Persönlichkeit und wie sie Persönlichkeit hinterfragen und fördern könnte, dafür eignen muss, um als persönlicher Helfer für einen anderen Menschen tätig werden zu können. Und das habe ich auch schon beschrieben, was sie normalerweise machen, ist, um an die eigentliche Persönlichkeit, die immer irgendwie privat, biografisch verstanden wird, ranzukommen, erlauben sie dem Menschen, dass er als Privatmensch sich selbst erfährt. Aber das ist, viele Themen tauchen gar nicht auf, zum Beispiel die ich in der Führungsbeziehung habe, wenn ich als Privatmensch an dieselbe Beziehung denke. Oder das Ringen mit der Beziehung. Während wenn ich das von vornherein sage, ja, ich bin hier, ich zum Beispiel, ich kann der gemütlichste Mensch und der toleranteste Mensch der Welt sein, wenn ich nicht mit anderen zusammen für ein Ergebnis verantwortlich bin. Wenn ich aber mit anderen zusammen für ein Ergebnis verantwortlich bin und dann zum Beispiel nicht autorisiert bin, eine Führungsfunktion denen gegenüber wahrzunehmen, dann fange ich an zu leiden. Weil das Maß an Verantwortung, das ich übernehme, weit dem vorauseilt das Maß an Autorisierung und Möglichkeiten, die ich habe, auf die anderen Einfluss zu nehmen, notfalls auch hierarchische Macht zu nutzen. Und dann kriege ich Persönlichkeitsprobleme. Dann bin ich nicht mehr der freundliche Mensch, leider, der ich sein könnte, wenn die Konstellation für mich eine ganz andere ist. Ja, und meine Erfahrung ist zum Beispiel Richtung Personalausweis. Ich bin ja auch Unternehmer. Wir stellen gerade jemanden ein. Ich kann gerne mit jemandem, wir können Dialog halten, wir können über vieles sprechen, dass ich mir Bilder machen kann, ob ich das Gefühl habe, wir passen zusammen oder derjenige passt zu der Aufgabe, die für ihn vorgesehen ist oder zu dem Team, in dem er nachher arbeiten wird oder sein Engagement hält über die Zeit, für die ich ihn brauche, weil es handelt sich um eine Tätigkeit, da muss sich jemand 2-3 Jahre einarbeiten, das lohnt sich einfach gar nicht, wenn der nicht 10 Jahre bleibt. Und das liegt auf einer ganz anderen Ebene. Da können wir, und wir versuchen über all solche Dinge zu sprechen, dass ich das Gefühl habe, das ist die richtige Persönlichkeit für diese Tätigkeit. Aber es ist trotzdem dann noch so, dass wir einfach die Probezeit brauchen. Man weiß nicht, ob das wirklich funktioniert. Man muss das miteinander ausprobieren und erst dann merkt man, klappt es eigentlich oder nicht. Und dann ist viel wichtiger, anstatt vorher eine Riesendiagnostik irgendwelcher Art zu machen, dass wir dann immer wieder, wenn Dinge erkennbar gut laufen oder nicht gut laufen, dass wir dann in Dialog kommen, wie wir das verstehen. Und wer braucht, oder um voranzukommen, oder wer welche Ideen haben, was entwickelt werden müsste, damit es vorankommt. Und das hat sehr viel mit Abgleich von Wirklichkeitsvorstellungen zu tun und weniger mit Innenschau in eine Person hinein. Ich wollte Ihnen einfach auch nochmal ganz kurz den Rückfall in diese klassischen Sozialisationen, aus denen ich komme, deutlich machen an einem Beispiel der Transaktionsanalyse. Die meisten, die Transaktionsanalyse schon mal gehört haben, denen fällt dazu ein Eltern-Ich, Erwachsenen-Ich.
Kind und das ist ein sogenanntes Persönlichkeitsmodell. Und wenn man, und die Transaktionsanalyse ist ja bekannt dafür, dass man eigentlich ganz gut Kommunikation damit beschreiben kann. Also wenn ein Mensch einen anderen Menschen anspricht, kommt er da eher sozusagen aus einer elterlichen Haltung und weckt er im anderen eher ein gefügiges oder rebellisches Kind oder kommt er aus einer Erwachsenenhaltung und es gelingt ihm im anderen auch den Menschen auf dem Stand seiner gegenwärtigen Entwicklung zu erreichen und dieses Erwachsenen-Ich auch zu aktivieren. Dennoch ist es da so, dass das Modell eigentlich ein biografisches Modell ist. Also dieses Eltern-Ich heißt ursprünglich bei Eric Byrne exteropsychisches System und meint alle äußerlichen Figuren, die ich mich in mich hineingenommen habe. Und das archäopsychische System meint alle meine früheren Zustände, die ich früher mal erlebt habe, die in mir noch lebendig werden können. Und das neopsychische System ist dann das, was sozusagen auf dem Stand meiner Entwicklung ist. Theoretisch ist das relativ schlecht beschrieben und vereinfacht gesprochen so. Ich will das jetzt gar nicht, ich will jetzt nicht in die Transaktionsanalyse gehen. Ich will nur zeigen, was aus solchen Überlegungen dann als Persönlichkeitsmodelle werden. Da haben wir in dem Eltern-Ich haben wir dann die verschiedenen Elternfiguren und die hatten ja auch wieder Eltern und Kindheitszustände und dann, deswegen kann ich dieses Eltern-Ich dann unterteilen und das kann dann sehr kompliziert werden und dann werden sehr komplizierte Analysen gemacht, welche Kräfte da in mir dann auch wie zusammenwirken, dass ich mit dieser Kommunikation komme. Und ähnliche Unterteilungen können dann auch im Kind-Ich gemacht werden. Und man hat in der Transaktionsanalyse typische Störungsbeschreibungen, zum Beispiel diese Trübung. Das heißt, ohne dass es jemand merkt, wird sein Erwachsenen-Ich, sein aktuelles Funktionieren getrübt durch Elternbotschaften, Elternfiguren, die in ihm wach werden. Oder wird getrübt durch frühere Erfahrungen, die plötzlich das gegenwärtige Leben überlagern. Und wenn ich das dann so mache, muss ich dann mit demjenigen sortieren, was gehört eigentlich in diese Elternwelt, aus der du kommst und ist eigentlich gar nicht dein aktueller Stand, oder was gehört eigentlich in deine Kindheitswelt und hat sich jetzt hier eingemischt, ohne dass du das selbst merkst. Und durch diese Enttrübung hofft man dann, zu einem klaren Erwachsenen-Ich zu kommen. Und Sie merken, dass man, was ich Ihnen damit nur zeigen möchte, ist, dass man mit dieser Sichtweise jetzt nach und nach in eine solche biografische Analyse des Zusammenspiels innerer Kräfte kommt und dann kann man auch sehr erfinderisch mitwerden und sehr gut mitwerden. Also es gelingt dann, heutige Erlebensweisen von Menschen praktisch in die Metaphorik ihrer eigenen Geschichte und in das Zusammenspiel der Kräfte dort hinein zu erfinden, würde ich manchmal fast sagen. Man weiß gar nicht so recht, ob das wirklich alles so relevant ist. Dennoch will ich diese Art von Arbeit jetzt nicht desavouieren, wenn Sie Traumatherapeut sind und da ist zum Beispiel eine Missbrauchsgeschichte vielleicht gewesen. Dann brauchen Sie ganz konkrete frühere Lebenssituationen, daran beteiligte Menschen und welche Prägungen von Erlebnissen und Funktionsweise das in diese Menschen früher gemacht hat. Da ist das wunderbar. Wenn Sie aber Managementberater sind oder Lebensberater oder sonst was, dann brauchen Sie das nicht. Und trotzdem ist es auf vielen Kongressen üblich, dass man quasi automatisch Geschichtsforschung betreibt, wenn man jemanden bezüglich seiner persönlichen Funktionsweise und Entwicklung beraten möchte. So, das waren jetzt so ein bisschen Sichtweisen darauf. Und jetzt, damit Sie auch ein bisschen was Spielerisches bekommen und dass Sie auch einen Nutzen
von unseren Alternativkonzepten bekommen, möchte ich Ihnen jetzt ganz kurz ein bei uns häufig benutztes und beliebtes Modell vorstellen und Sie danach bitten, bei sich zu gucken, wo Sie sich und andere Menschen darin heute sehen und sich darüber auszutauschen. Und das ist das Konzept von der Ich-Du-Präferenz bzw. Ich-Es-Präferenz in Beziehungen. Ich nenne sie jetzt mal sehr vereinfacht die Ich-Du-Menschen. Die interessieren sie, wenn sie einem Menschen begegnen, hauptsächlich dafür, mag ich den, kann ich für denjenigen wichtig sein, mag der mich, kann ich für denjenigen wichtig sein. Und eine gute Beziehung ist zwischen uns möglich, wenn diese beiden Fragen bejaht werden. Und wenn wir auf diese Weise Interesse aneinander finden, auch Hoffnung haben, eine gute Beziehung haben zu können, dann können wir noch überlegen, und was machen wir jetzt? Also worauf beziehen wir uns? Und der Ich-Es-Mensch ist ganz anders. Ich bin ein ziemlich deutlicher Ich-Es-Mensch. Mich interessiert, wofür interessierst du dich? Und ich erzähle dir gern, wofür ich mich interessiere. Und wenn ich mich interessieren kann für das, wofür du dich interessierst, und wenn du dich dafür interessiert, wofür ich mich interessieren kann, oder wir gemeinsame Interessen haben, dann ist das eine gute Basis, dass wir eine gute Beziehung haben können. Und wenn wir das gut machen, dann werden wir uns auch mögen. Aber das Mögen ist nicht unbedingt das Wichtigste daran. Jetzt ist es so, meine Frau und ich zum Beispiel, es tun sich gerne Ich-Du-Menschen und Ich-Es-Menschen zusammen. Und der Ich-Es-Mensch hat eine andere Vorstellung davon, warum und wen er geheiratet hat, als der Ich-Du-Mensch. Und das merken sie dann, wenn sie in einen Konflikt kommen. Sie reiben sich aneinander. Und dann zieht sich, je schlimmer diese Reibung wird, jeder auf seine Präferenz zurück. Manchmal polarisiert sich das gerade so. Ich sage, du willst immer bloß, dass ich dich gern habe. Tätst du einmal dich um das kümmern, was wir verabredet haben, dann könnte ich dich ja gern mögen, aber du lässt ja alles schleifen, wie soll ich dich da mögen? Und dann sagt, du willst mich nur instrumentalisieren, man soll nie den Menschen nur als Mittel, nur als Mittel benutzen. Ich fühle mich von dir ausgebeutet und bevor ich nicht spüre, dass du mich magst, mache ich gar nichts. Und dann zieht sich jeder auf das Verlangen von Mindestvoraussetzungen, dass er sich in seinem Bedürfnis, eine gute Beziehung leben zu können, gesehen, viel zurück. Und das kann dann sehr schwierig werden. Also im Falle meiner Frau und mir, wir kriegen dann einen fürchterlichen Streit. Jeder fühlt sich natürlich zutiefst ungeliebt und unverstanden. Irgendwie erschöpft nachts um 2:30 schaffen wir es dann, nicht aus Einsicht, sondern aus Erschöpfung dieses Konfliktfeld zu verlassen und uns irgendwie auch wieder zu finden. Und dann ist für meine Frau die Welt in Ordnung und für mich nicht. Weil das, worüber ich eigentlich mit ihr streiten wollte, das ist nicht gelöst. Wenn ich das Gefühl habe, okay, wir haben jetzt eine Vereinbarung gefunden, so und so ist es, das können wir künftig so machen, dann ist für mich das Problem gelöst. Dann kann ich auch nach einiger emotionaler Erholungszeit meine Frau wieder gern haben. Das ist für sie aber nicht so. Und das ist ein ganz einfaches Schema, aber ich habe schon dramatische Geschäftsführungskonflikte, die hauptsächlich mit diesen beiden Präferenzen und dass keiner kapiert hat, dass er sein Repertoire erweitern und den anderen in seiner Weise ein Stück einbeziehen und ansprechen und deeskalieren muss, kapiert hat, dass die sich dann über wirklich gigantische Auseinandersetzungen, die sie den ganzen Betrieb getragen haben, die einfach nur eine Stilauseinandersetzung ist und ein Verständnis, dass das zwei gleichwertige, wertvolle Beziehungszugänge sind und dass man verstehen muss, dass da jeder anders dran muss und dass man sein eigenes Repertoire erweitern muss, auch wenn man die Präferenzen behält und den anderen in seiner Weise einladen, die dem anderen entgegenkommt und nicht die man selbst möchte, als erste Voraussetzung, dass die Beziehung sich wieder gut weiterentwickeln.
Ja, und jetzt will ich Sie einladen, mal so 10 Minuten. Nein, das ist ein Modell, das Sie entworfen haben, abgeleitet von Viktor Frankl und von Martin Buber. Bitte? Nee, was? Ja, würde ich nicht gleichsetzen, aber... Haben Sie aus Ihrer Arbeit Erfahrungen, ob es mehrheitlich tendenziell eine unterschiedliche Verteilung bei Männern und Frauen gibt? Ich habe keine repräsentativen Untersuchungen. Und ja, meine Erfahrung ist, dass es je nach Kontext ganz verschieden sein kann. Also ich würde das nicht als Geschlechterstereotyp zuordnen. Aber man hat manchmal diese Fantasien, kapiert gar nicht, dass ein Mann auch so sein kann oder eine Frau umgekehrt sein kann. Also ich möchte jetzt einfach einladen, sich mal 10 Minuten Zeit zu nehmen und sich selbst gegenüber ihren Nachbarn oder jemanden, den sie als Kommunikationspartner wählen, zu outen, wie sie sich selbst sehen und welche Erfahrungen sie mit Menschen machen, die vielleicht mit diesem Schema ein bisschen aufgeklärt werden können. Zu einem Schluss kommen und einfach ein paar Sachen miteinander teilen. Ich merke schon, ich fühle mich auch selbst jetzt zunehmend wohler. Ich glaube, auf dieser Ebene dieser ganz konkreten Konzepte kann ich Ihnen wahrscheinlich mehr bieten. Die grundsätzlichen Überlegungen, die waren jetzt vielleicht mal genug und ich habe noch eine ganze Reihe von Konzepten dieser Art, die Sie bei der Gelegenheit kennenlernen können, wenn Sie mögen. Will ich nur. So, jetzt aber zu dem nochmal, wer möchte gern was mitteilen oder nachfragen zu dem, was Sie jetzt gerade gesprochen haben? Moment, erstes Mikro. Das ist ein spannender Ansatz. Und, laut bitte. Ein spannender Ansatz und ich glaube, da muss ich noch ein bisschen länger drüber nachdenken dürfen, aber eine Frage ist aufgetaucht, so in Organisationszusammenhängen. Wenn da, sagen wir mal, da wird ja immer ein Mix in einer Abteilung oder einem Team vorliegen. Und für die Beziehung zwischen Führungskraft und Mitarbeitern wird es wahrscheinlich auch eine gewisse Rolle spielen. Kann man davon ausgehen, dass es Konflikte gibt an den Stellen, wo der Mix sozusagen ungünstig aufeinander kommt? Also ich glaube nicht, dass diese Präferenzen automatisch mit Rollen verbunden sind. Es gibt Vorgesetzte, die hauptsächlich damit beschäftigt sind, gemocht zu werden, und die dann ein Riesenproblem haben, mit den Mitarbeitern sich über das Verfolgen der gemeinsamen Sache auseinanderzusetzen. Und die auch höchst empfindlich sind, wenn ihnen die Mitarbeiter zum Beispiel ein bisschen Sympathie entziehen. Die merken das dann sofort und kriegen zum Beispiel dadurch einen wunderbaren Hebel an die Hand, den anderen vom Verfolgen sachlicher Ziele, die ein paar Anstrengungen erfordern, abzuhalten, indem sie ihm die Liebe entziehen. Und wenn der das... Und wenn alle Beteiligten wissen, wie sie ticken, können sie darüber ganz anders verhandeln. Bitte. Ich weiß jetzt endlich, warum meine Ehe jetzt schon 30 Jahre funktioniert. Und meine zweite Ehe, warum meine erste nicht funktioniert hat. Ja. Weil in der ersten Ehe war ich nämlich jemand, der interessenorientiert war und meine Frau beziehungsorientiert. Und in der jetzt ist es auseinandergegangen und wir haben keinen Weg gefunden. Und jetzt ist es so, durch Veränderungen bei uns, dass wir beides sind. Ja, Volksmund sagt ja, gleich und gleich gesellt sich gern und das ist dann einfacher. Auf der anderen Seite ist ja, der Jung beschreibt es so, unsere Seele sucht immer die Ergänzung. Also ich suche, weil ich merke, da gibt in dem, wie der andere ist, ist eine Qualität drin, die sucht auch meine Seele, macht auch einen Teil dieser ersten Anziehung aus, aber dann beginnt die Beziehungsarbeit. Und manchmal weiß man nicht mal, warum diese Beziehungsarbeit so schwer ist und obwohl sich beide anstrengen, warum sie da nicht zueinander finden. Und dann überanstrengt sie sich auch manchmal und daran zerbricht die Ehe und dann kann in der zweiten Ehe das plötzlich ganz anders sein. Da ist immer noch viel Beziehungsarbeit. Ne? So ja, ist es nicht. Andere. Aber, das hier ist mir jetzt wieder zu einfach. So einfach kann es nicht sein. Da meldet sich der Kritiker in mir dann nochmal und sagt, das kann es eigentlich gar nicht sein, dass es so einfach ist. Also ich will ja jetzt, natürlich will ich die
die Komplexität menschlichen Lebens nicht über so ein einfaches Schema machen. Aber ich habe allein darüber, dass man sich darüber verständigt und beide wissen, warum sie nicht zusammenkommen und warum sie sich überanstrengen oder gucken können, ob sie es nicht nochmal probieren können, dass jeder sein Repertoire so weit erweitert, dass es ihn auch nicht überanstrengt und trotzdem der andere genügend kriegt. Meine Frau weiß mittlerweile, wenn ich mich erkundige, wie es ihr geht, dass es nicht daran liegt, dass ich jetzt im Moment daran wirklich interessiert bin, sondern dass ich, ob sie mich im Moment mag oder nicht, ist für mich in vielen Momenten gar nicht wichtig. Und trotzdem, ich weiß aber, dass es für sie wichtig ist, sich der Bezogenheit zu versichern. Und sie versichert sich der Bezogenheit anders, als ich mich der Bezogenheit versichere. Und das versteht sie jetzt und würdigt, dass ich mich anstrenge, dass wir sozusagen ein gemeinsames Feld finden. Und trotzdem kann es sein, dass, obwohl man das dann weiß, man merkt, das überanstrengt einen einfach. Und so viel seelische Arbeit will man nicht dauernd leisten, selbst wenn man könnte. Sondern das erschöpft dann einfach die Beziehung, selbst wenn man es hinkriegt. Und dann kann es manchmal einfach nicht weitergehen. Ja, ein Kontext, in dem ich dieses Modell auch sehr spannend finde, das ist zum Beispiel ein schulischer Kontext. Wo? Schulischer Kontext. Ja. Sozusagen mit dem Gedanken, dass es eben ja oft auch sein kann oder oft, glaube ich, auch häufig der Fall ist, dass bei Schülern, wo diese Ich-Du-Ebene nicht stimmt, die Ich-Du-Beziehung zum Lehrer, dass da die Wissensvermittlung oder dass das Wissen bei dem Schüler ankommt, extrem erschwert ist. Also dass sozusagen die Sachebene dann gar nicht funktioniert, weil eben einfach die Ich-Du-Ebene als gestört empfunden wird. Also mit anderen Worten, dass der Schüler halt mit dem Lehrer nicht kann oder so und dass deswegen ja letztendlich das vermittelte Wissen gar nicht wirklich ankommen kann bei ihm. Ja, und dann, wenn jeder dann weiß, also zumindest der Lehrer sollte, wäre schön, wenn er in einer Schulung rauskriegt, wie er tickt und welche Toleranzen er hat und kapiert der andere, es liegt nicht daran, dass der mich ablehnt, dass der sich nicht für das interessiert, was ich ihm anbiete, sondern ich muss mir etwas überlegen, wofür sich seine Seele interessiert und wenn ich darin eine Rolle für ihn spielen kann, dann interessiert er sich auch für mich. Also es ist eine ganz andere Art Vorstellung, wie ich Bindung und Autorisierung erzeugen kann in einer Beziehung. Und das Problem ist, dass wir Menschen halt, ich weiß nicht, warum das so ist, wir gehen immer von uns aus. Wenn du dich lieben würdest, wie ich dich liebe, dann wäre alles in Ordnung. Aber man muss sich halt ständig erklären, dass wir sehr verschieden lieben und mal überlegen will, ob man das haben will oder nicht. Also es ist ein sehr einfaches Schema, aber Sie merken, glaube ich, an der Resonanz auch hier, es ist manchmal ein schlechter Umgang mit starken Präferenzen. Das hat auch manchmal auch mit dem Kontext zu tun. Es gibt, bei den Psychos war ich früher immer der Öko, der ökonomisch Interessierte, und bei den Ökonomen war ich immer der Psycho. Also insofern ist das jetzt auch nicht, dass wir auch nicht da in Persönlichkeitsideen rutschen. Da ist einer immer so. Das ist immer auch im Rollengefüge und in den Schwergewichten, die sich entwickeln. Und trotzdem habe ich schon eine klare Präferenz als Ich-Es-Mensch. Und sagt es anderen auch. Gehört ja auch zu unserer Arbeit. Wenn ich weiß, wie ich ticke, kann ich das dem anderen erklären. Der muss das nicht erst rausfinden. Also wir üben das regelmäßig, dass man Bedienungsanleitungen sich gegenseitig vermittelt, nach dem Motto, wenn du dauerhaft an mir Freude haben möchtest, beachte bitte Folgendes. Denn ich kenne mich schon seit 30 Jahren. Die meisten Menschen wissen das aber gar nicht zu sagen. Also die wollen zwar, dass der andere sie glücklich macht, sind aber nicht in der Lage und auch nicht bereit, dem anderen zu sagen, was es denn genau wäre und was geht und was nicht geht, sodass der auch wirklich gut lernen kann. Also da romantisieren wir manchmal irgendwelche Vorstellungen, wie das zwischen uns lernbar sein sollte, die einfach nicht funktionieren. Also sind wir oft erschütternd naiv. Gut, ich glaube, das eine Schema kann ich dann mal lassen. Ich habe nämlich dann auch noch andere. Dieses Bild, das Sie jetzt gerade sehen, repräsentiert natürlich auch jetzt für die Professionalisierung von Leuten, die Führungsfiguren sind, Berater und so weiter. Wenn Sie wissen, was Ihre Präferenzen sind, ist Ihnen klar, wem Sie was anbieten. Und dann müssen Sie auch lernen, wie sehr Sie Ihr Repertoire erweitern können.
oder welche Menschen sie nicht erreichen können und das von vornherein wissen müssen und nicht glauben, sie können sie mit ihrer Art beglücken. Können auch ihr Portfolio, welche Typologie sie um sich versammeln wollen und welche nicht, bestimmen, ohne die Leute, die zu sehr anders sind oder zu viel Kraft kosten, zu stigmatisieren und rauszusetzen. Und es gibt ja viele Berater, die mehr so in dem Ich-Du-Modus im Sozialbereich ganz wunderbar funktionieren. Und dann kommen sie zum Beispiel in eine Managementberatung rein und kommen da an einen Ich-Es-Menschen, der dann auch noch mit seinen Themen kommt und wollen dem jetzt erklären, dass die Herzensbeziehung halt eine ganz wichtige Sache ist und dass sie das einfach in ihrem Leben vernachlässigt hätten. So holen die den nie ab. Sondern sie müssen zeigen, dass das, was dich interessiert, nämlich mit einem Team gut zurechtzukommen, damit ihr eure Leistung bringen könnt, das interessiert mich auch. Und damit du das lernen kannst, musst du lernen, mit denen, die nicht genauso gestrickt sind wie du, mit denen du eh gut zurechtkommst, dein Repertoire zu erweitern, die anderen auch abzuholen. Und du musst für dich als Thema überlegen, ob du das lohnenswert findest, dieser Persönlichkeitsanstrengung dich zu unterziehen. Dann kriege ich den. Und das gibt eine ganz andere Atmosphäre dafür. Wenn wir auf die Richtigkeit unserer einseitigen Orientierung und dass dort der Gehalt liegen soll, der wahre Gehalt, der wahre menschliche Gehalt, bestehen, dann trage ich zum Unfrieden bei, weil ich dann in die Polarisierung gehe und dem anderen nur das glatte Gegenteil überlasse, weil alle versuche seinerseits zu zeigen, dass er durchaus auch andere Seiten hat, die genügen mir nicht. Und damit bin ich eigentlich Täter, sehe mich aber eher als Opfer von diesen bösen anderen. Also es ist auch eine Modalität, ich habe da jetzt mit keine Erfahrung mit, ich möchte das nur anregen. Ich glaube, dass es auch starke Kulturunterschiede gibt, die man so beschreiben kann und dass man oft mit einem solchen Schema helfen kann zu verstehen, was man lernen muss, damit man vom Stil her, es geht noch gar nicht um den Inhalt, nur vom Stil her überhaupt eine Chance hat, eine gute Beziehung aufzubauen. Und dieses Bild soll halt das Ideal aufzeigen, dass jemand, der in vielen Kontexten mit vielen Menschen gut arbeiten kann, jemand ist, der ein breites Repertoire hat, bei aller Präferenz. Und dann muss er sich halt überlegen, ob er sich das erarbeiten möchte oder nicht. Oder ob er sich es bequem machen möchte und die anderen einfach als Missbildungen betrachten möchte. Das erspare ich Ihnen jetzt. Es gibt hochinteressante Forschung aus der biologischen Persönlichkeitstheorie. Die stellen jetzt fest, dass auch Ameisen, vielleicht doch ein paar kleine Anekdoten, um zu zeigen, wie interessant es ist, es gibt zum Beispiel mutige Spinnen und weniger mutige Spinnen. Das haben die über ein bestimmtes Forschungsdesign rausgefunden. Und jetzt studieren die, was passiert, wenn die mutige Spinnen, also in welche Rollen die in Gruppen von Spinnen kommen. Und da stellen die zum Beispiel fest, dass es dort auch Polarisierung gibt. Die Mutigen werden immer mutiger und kriegen auch die Rollen, wofür man Mut braucht. Und die zaghafteren, vielleicht eher fürsorglichen, werden immer fürsorglicher und zaghafter und kümmern sich um den Nachwuchs. Und das aber durchaus, wenn man, auch bei Ameisen geht es, und wenn man die Ameisen dann in einen anderen Verbund tut, in denen noch stärkere Ausprägungen sind, so wie die, dann entwickeln die sich eher wieder in eine andere Richtung. Dann werden also die eher wieder mutiger, die bisher eigentlich sich auf die zaghafte Seite begeben haben und umgekehrt. Also dieser Blick von der biologischen Persönlichkeitsforschung her hilft uns erstens, uns klarzumachen, dass vieles, was wir für urmenschlich halten, durchaus in der Evolution schon längst angelegt ist. Und weil wir dort nicht so gut mit den inneren Motivationstheorien und mit Kindheit arbeiten können, kriegen wir da einen ganz anderen Blick, wie man Persönlichkeit im Kontext und im Zusammenspiel mit anderen Playern verstehen und beschreiben und beeinflussen kann. Dann will ich Ihnen kurz vorstellen, das Modell, für das ich diesen vom Bernhard Drenkle erwähnten Eric Byrne Memorial Award preisgekriegt habe, als
der internationalen Gesellschaft als erster Deutscher und als auch erster aus dem Organisationsfeld. Bisher wurden da immer nur Kliniker ausgezeichnet. Und das ist das Rollenmodell der Persönlichkeit beziehungsweise das Drei-Welten-Modell der Persönlichkeit. Und das ist so gebaut, ich kann das jetzt nicht in aller Ausführlichkeit erklären, aber da wird normalerweise, werden Persönlichkeitsmodelle so gebaut, da ist Persönlichkeit und da ist Welt draußen und Persönlichkeit muss sich mit Welt arrangieren. Das heißt, ich trenne erst Welt und Persönlichkeit und dann überlege ich, wie spielen die zusammen. Dieses Persönlichkeitsmodell aus didaktischen Gründen, und wir verwenden das in unseren Gruppen, trennt das gar nicht von vornherein. Die sagt, der Mensch ist der Mensch in seinen Rollen auf den Bühnen seiner Welten. Also man kann den Menschen gar nicht beschreiben als Rollenakteur auf Bühnen in Welten. Der Mensch ist in Rollen oder er ist nicht. Also nicht nach dem Motto, eigentlich bin ich ganz anders, aber ich komme nur so selten dazu. Das ist nicht eine Weltanschauungsaussage, sondern das ist ein didaktischer Kniff. Das heißt, wenn ich versuche zu beschreiben, wie bin ich zum Beispiel als Ehemann, dann gibt es nicht den Ehemann an sich, sondern dann gibt es mich als den Ehemann in einer mittlerweile 40-jährigen Ehe, mit einer heute erwachsenen Tochter, mit einem vor 11 Jahren verstorbenen Sohn, an einem Arbeitsort, in dem wir jeden Tag 11 Angestellte mit uns am Tisch essen und wir haben eine Köchin und der Weiterbildungsbetrieb um uns, der uns und viele andere Menschen ernährt, läuft dauernd. Das heißt, wenn gefragt wird, wie bist du, dann ist es meine Eigenart, die durch diese Rolle in diesen Inszenierungen auf diesen Bühnen gelebt wird. Und die kann ich in meiner eigenen Art leben, aber viele der Logiken dieser Rollen und der Inszenierung und was auf den Bühnen geschehen muss, die hat nicht so viel mit meiner Eigenart zu tun, sondern die liegen in der Logik der Sache. Also Persönlichkeit als ein Bündel von Rollen verstanden. Können Sie noch 2, 3 Sätze netterweise sagen zu diesem Segment Organisationswelt? Das kommt jetzt, ja, klar. Okay. Ist der nächste Schritt. Also erstmal war es das Rollenmodell der Persönlichkeit. Eine Rolle, anders als der Ich-Zustand in der Transaktionsanalyse, war definiert als ein kohärentes Bündel von Erlebens- und Verhaltensweisen, von Beziehungsvorstellungen und von Wirklichkeitsideen. Also zur Rolle gehört die Art und Weise, wie ich die Welt betrachte und wie aus dieser Sicht die Beziehungen sind, dass ich natürlich, wenn ich, wie ich vorher geschildert habe, mich in der Rolle eines Vorgesetzten, der in einem Unternehmen in Bedrängnis dafür sorgen muss, dass ein Team seine Arbeit macht, obwohl im Moment einige Dinge schwierig sind, dann ist es eine ganz andere Situation, als wenn ich an sich ein Vorgesetzter bin. Und es hat auch den Vorteil, dass ich diese Mythologisierungen, wer ich vielleicht sonst noch alles sein könnte, sein lasse, sondern immer frage, in welcher Rolle bist du da tätig, wer sind die wichtigen anderen, was ist die Logik des Spiels, die ihr da spielt, wie viel Macht hast du, das Spiel zu beeinflussen, welche Vorstellung hast du, wie die anderen mit dir interagieren müsste, dass zusammen dieses Spiel gelingt. Und wenn das gelingt, hast du da eine Rolle, von der du das Gefühl hast, dass sie zu dir gut passt. Also eine ganze Menge von Folgefragen, die sehr gegenwartsbezogen sind, die haben mit Biografie erstmal gar nichts zu tun. Und dann kann man man kann auch aushandeln. Und siehe da, man merkt, dass die Menschen von derselben Situation ganz verschiedene Vorstellungen haben. Es gibt keine Naturgesetze, wie die zu sein haben, sondern man muss in Dialog darüber gehen. Und dann entwickelt sich Persönlichkeit im Dialog und Vorstellungen von Persönlichkeit. Und jetzt war die Frage, warum habe ich diese Welten, die mich umgeben, mal in 3 eingeteilt? Der Günter Mohr, ein Schüler und Kollege von mir, der hat mittlerweile 5 Welten daraus gemacht. Das ist eine rein didaktische Einteilung. Und zwar, wenn Sie
zum Beispiel jemand ein Supervisionsanliegen in der Weiterbildung hat und der sagt, ich will für mich klären, ob Führungskraft eigentlich richtig ist, dann ist es eine ganz andere Frage, ob ich Führungskraft bezogen auf seinen Berufslebensweg beziehe. Also hast du schon immer gern Führungskraft werden wollen? Welche Bilder von Führungskraft kennst du aus deiner Familie? Führungskraft im heutigen Berufsleben, in dem Sektor, in dem du tätig bist, was für eine Art von Aufmerksamkeit verlangt das? Also jede gute Führungskraft hat ihre Hauptaufmerksamkeit darauf, wie kann ich Begegnung so gestalten, dass andere tun, was sie sollen. Willst du das überhaupt? Und wenn du das jetzt viele Jahre machst, bist du dann zu dem gekommen, wer du sein möchtest. Also da wird die Idee, wie kann ich als Führungskraft zu mir finden, eine gute Führungskraft sein, in welcher Art von Führungsstilgewohnheiten kann ich eine gute Führungskraft sein oder nicht, das wird alles auf dem Berufslebensweg und auf die Entwicklung von Berufen. Also was heißt Führungskraft sein, wenn du ITler bist, weil die IT-Unternehmen zunehmend keine Hierarchien, sehr viele keine SAP und so, die haben kaum noch Hierarchien, fälschlicherweise, wie ich meine, viele Sachen laufen da völlig aus dem Rahmen. Wenn du dort deine Karriere als Führungskraft fortsetzt und kommst danach in einen anderen Betrieb, in der Hierarchie noch eine größere Rolle spielt, dann wirst du andere Gewohnheiten entwickelt haben. Also da wird jemand auf eine Professionsentwicklung hin beraten und wir holen die Fragen in den Vordergrund, die ihm helfen, sein Verhältnis zur Professionswelt zu klären. Also die Dimension Mensch-Profession. Wenn der sagt, es geht mir jetzt gar nicht, vielleicht nicht in erster Linie darum, ob ich im Prinzip Führungskraft sein will, sondern kann ich länger Führungskraft in diesem Unternehmen sein, in dem es keine geklärten Delegationen gibt, in denen es Ungleichgewichte gibt in der Bezahlung auf verschiedenen Stufen, dann bezieht er das auf die Organisationswelt. Da ist dafür nicht wichtig, ob er Psychologe ist oder Techniker oder ITler oder Theologe und wie er sich aus dieser Sicht zu dem Phänomen Führungskraft zu sein stellt, sondern dann ist wichtig, in welcher Rolle ist er dort, kennt er das System, von wem wird er gestützt, auf wen bezieht er sich und dann kriegt er eine Supervision bezogen auf sein Wirken in der Organisationswelt. Und das sind einfach zwei verschiedene Foki, die man in begrenzter Zeit, die wir ja immer haben, nicht gleichzeitig abarbeiten kann. Und man kann dieses Modell auch dazu verwenden, dass die Leute sagen, wenn die ein klares Verständnis haben, wer sie als Führungskraft sein wollen und in welcher Community von anderen Führungskräften, mit welchem Führungsverständnis sie sich beheimaten beruflich, dann entwickeln sie eine positive, kritische Auseinandersetzung mit der Organisation, in der sie tätig sind, in der vielleicht zurzeit eine schwierige oder ganz anders gestrickte Führungskultur ist. Sie wissen, wer sie sind. Sie haben nicht Führungskraft gelernt als Mitspieler in einem bestimmten Spiel, sondern sie haben die Rolle gelernt und wissen, dass in verschiedenen Spielen, auf verschiedenen Bühnen, die auch ganz anders gespielt werden kann. Und deswegen ist dieses sich in einer professionellen Identität entwickeln und finden, wissen, wer man ist, ganz wichtig, dass man ein kritischer Partner für Organisationskultur, für andere sein kann. Wenn jemand das immer nur in einem bestimmten Unternehmen gelernt hat, der kann gar nicht unterscheiden, was ist eigentlich State of the Art bezüglich der Profession und was ist State of the Art bezüglich dieses einen Unternehmens. Und dann sind die auch, das hat den Vorteil, dass ich in der Feldkenntnis drin bin, aber ich habe nicht genügend Distanz. Ja. Bitte? Was man in der Soziologie Rollenambiguität nennt. Ja. In verschiedenen Situationen die Fähigkeit zu haben, verschiedene Rollen einzunehmen, ohne Persönlichkeitsverlust. Also es ist ein Begriff aus der Soziologie, der sozusagen Spannungen im Rollenverständnis signalisiert, aber nicht diese Fokussierung vornimmt, die ich gerade erklärt habe. Also ich glaube nicht, dass sehr viel geholfen ist, wenn wir da jetzt den soziologischen Begriff dazu finden. Dieses Modell, man kann das auch benutzen, um Gleichgewichtsüberlegungen
über eine Lebensentwicklung herzustellen. Ne? Also wann verwende ich welche, also wie zufrieden bin ich mit der Privatwelt? Ne? Und ein Coach, das kommt dann morgen eher, ein Coach ist ein Spezialist für Zusammenhänge. Also wenn jemand zum Beispiel unglücklich ist, kann das daran liegen, dass er eigentlich in seiner Ehe unglücklich ist, aber das in seine Arbeit hineinfließt, er zunehmend einen schlechten Begegnungsstil mit anderen haben, deswegen von denen ausgegrenzt wird und viele Folgeprobleme haben. Es kann aber auch umgekehrt sein, dass er Eheprobleme haben, weil er sich nicht abgrenzt, in was Delegation und Auftragsübernahme in seinem Unternehmen betrifft. Das kann dann eine persönliche Eigenart sein, das kann aber auch sein, dass man in diesem Unternehmen ja auch nicht vor 8 Uhr nach Hause geht. Also dass er sich nicht traut, sich mit einer Organisationskultur auseinanderzusetzen. Dann sind die Eheprobleme, er muss aber nicht zum Eheberater, sondern er muss eigentlich in eine Beratung bezüglich seiner Auseinandersetzung mit seiner Organisationswelt. Weil würde er, was eine Option wäre, in einer anderen Organisation dieselbe Funktion wahrnehmen, in der eine ganz andere Kultur herrscht, wie man sich engagieren muss und ob man sich abgrenzen darf oder nicht, dann würde er, obwohl er nicht der beste Abgrenzer der Welt ist, sich hinreichend abgrenzen können, weil die Kultur das hergibt, die stützt ihn, die Kultur, das zu tun. Und dann hätte er mehr Zeit, abends nach Hause zu gehen, dann wäre die Frau freundlicher zu ihm, dann würden die früher miteinander ins Bett kommen, dann hätten sie weniger sonstige Spannen und, und. Ja. Mikro, hallo, Rolle. Nein, für die Aufnahme ist es nicht hinreichend. Vielen Dank. Vielen Dank auch für das Modell. Meine Frage bezieht sich auf die Gegenwart und die Entwicklung, die wir bei manchen Unternehmen beobachten, auch bei jüngeren Menschen, dass das Privatleben sehr stark mit dem Organisationsleben, beruflichen Leben einhergeht. Dass, wie das in anderen Kulturen schon lange der Fall ist, dass man das gar nicht so trennt. Berufsleben, Organisation, Profession versus Privatleben. Wir haben mittlerweile Unternehmen, die Pärchen im Unternehmen provozieren, bestimmte Aufgabenstrukturen dafür vornehmen. Und die Frage ist, kann ich als Coach auch eben diese Zusammenhänge mit diesem Modell erweitern und auf so eine größere Landkarte sozusagen erarbeiten? Dass es nicht entweder oder, sondern auch weitere Schritte gibt, die das zusammenführen. Ja, Sie haben sich selbst die Antwort gegeben. Danke. Es hat sich, genau das hat es bei Ihnen ausgelöst. Und man, das ist ja einfach nur ein Betrachtungsschema. Aber man hat dann ein Schema, mit dem man sich darüber verständigen kann, stimmt es, dass wir Organisationswelt und Organisationsrollen und Privatwelt und Privatrollen und Professionsentwicklung alles in einen Topf werfen und die Organisationskultur sich darum überhaupt nicht mehr kümmert. Und dann kann man überlegen, ja, wollen wir das wirklich kompensieren, dass jeder Einzelne kompetent wird, sich in diesen Mischmasch nicht reinziehen zu lassen. Ist erstmal notwendig, wenn ich nicht ein Unternehmen finde, in dem das halt anders ist. Man kann dann überlegen, ist einfach, ich suche ein Unternehmen, in dem das einfach anders ist, dann brauche ich diese persönliche Kompetenz so weit nicht entwickeln, weil die Kultur mich trägt, um mit dem, was ich entwickelt habe, gut trennen zu können. Aber ich kann natürlich auch überlegen, ist es ein Schulungsthema, muss ich jeden Einzelnen schulen, oder ist ein Thema von Teamkulturbeeinflussung eigentlich ein Führungsthema? Und für all solche Dinge können Sie ein solches Persönlichkeitsschema wunderbar verwenden und Sie merken, es hat nichts mit Motivpsychologie und nichts mit Entwicklungspsychologie zu tun. Brauchen Sie eigentlich eine Pause? Dann jetzt und danach machen wir noch mal ein weiteres Schema. Intensitätsverstärker versus Intensitätsverminderer. Auch so ein einfaches Schema mit großer Sprengkraft. Eine Viertelstunde? Viertelstunde? 15 Minuten? Okay, danke.